In Deutschland sind es im Jahr mindestens 11,5 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. Pro Verbraucher etwa 82 Kilo pro Person. Vermeidbar davon wären vielleicht so 53 Kilo, also über die Hälfte. Wenn man diese 82 Kilo pro Person pro Jahr vielleicht auf die 300.000 Einwohner, die Münster hat, hochrechnen würde, dann wären das so ungefähr 25.000 Tonnen pro Jahr. Ja, die Gründe, die kann man sicherlich nicht so einzeln benennen. Also, wie wir immer sagen, das ist ganz komplex, das Problem, und das hat ganz, ganz viele Ursachen. Also beim Verbraucher an sich ist es sicherlich einerseits auch die veränderte Wertschätzung, die in den letzten 50, 60, 70 Jahren, also eigentlich so nach dem Krieg mit dem Lebensmittelkonsum auch so einhergeht. Wir leben heute in einer Überflussgesellschaft. Wir können zu jeder Zeit frische, vielfältige, alles, was wir wollen, einfach im Supermarkt kaufen. Lebensmittel sind auch einfach billig, gerade in Deutschland. Also im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern können wir hier wirklich Lebensmittel sehr, sehr billig kaufen. Zum einen ist es einfach so, dass man nie 100% wissen kann, wie viel die Kunden an welchem Tag kaufen werden. Und das ist einfach als Händler relativ wichtig, dass man schon ein gewisses Angebot hat, weil die Kunden einfach sonst sagen, wenn jetzt gerade Grundnahrungsmittel, sagen wir mal Äpfel oder Kartoffeln nicht da sind, dann sagen die Kunden, wenn das mehrmals passiert, okay, dann gehe ich zu einem anderen Händler. Das heißt, man muss einfach ein gewisses Angebot haben, was auch immer leicht über der Nachfrage liegt. Und zum anderen kann man halt auch nicht genau einschätzen, wie die Kundennachfrage, wie hoch die sein wird. Und Lebensmittel sind halt nicht ewig haltbar, das liegt in der Natur der Sache. Das große Problem ist ja, der Verbraucher möchte einfach Lebensmittel, die optisch einwandfrei sind. Professor Ritter sagt immer ganz schön, Natur ist pickelig, und so ist Obst und Gemüse eben auch. Und muss man auch sagen, dass die Kunden natürlich auch häufig lieber die frische Ware nehmen, als die, wo vielleicht schon eine Macke dran ist oder die nicht mehr so frisch aussieht. Da kann auch jeder Kunde was dafür tun, indem er vielleicht einfach sagt, wenn ich heute Abend noch koche, kann ich auch die Paprika nehmen, wo vielleicht schon zwei, drei Stellen dran sind. Aber es gibt halt immer wieder Produkte, die nicht mehr verkaufbar sind aus unserer Sicht, die wir dann aussortieren und wo dann die Lebensmittelretter nochmal gucken und dann sagen, okay, was sie noch für genießbar halten, das nehmen sie dann mit und stellen das dann ins Internet oder über öffentliche Verteiler der Allgemeinheit zur Verfügung. Ja, also Foodsharing ist ja ein ehrenamtlicher Verein, und zwar funktioniert das so, dass zum einen kann man über die Homepage, können Privatpersonen ihre Essen anbieten, über sogenannte Essenskörbe. Da kann man eben seine übrig gebliebenen Lebensmittel, die so im Haushalt anfallen, als Essenskorb anbieten, und dann können eben andere Menschen sich das abholen. Und zum anderen ist es so, dass man auch bei Supermärkten Lebensmittel abholen kann, und zwar sind das hier in Münster die Superbio-Märkte. Da können eben ab Ladenschluss die übrig gebliebenen Lebensmittel, können dann die sogenannten Foodsaver, können die da abholen. Also ich möchte Foodsaverin werden, weil ich finde, dass es ein guter Weg ist, um gegen die Lebensmittelverschwendung anzugehen, indem man eben bei Supermärkten Lebensmittel abholt, die man auch essen kann, und man die eben vor dem Abfall rettet. Man merkt, Essen interessiert die Menschen wieder, und wir möchten auch wieder mehr wissen, was wir essen und wo es herkommt und wie das vielleicht auch in unserem Körper wirkt und was es auch auf die Umwelt für eine Auswirkung hat. Man muss sich einfach immer wieder daran erinnern und ganz viele kleine Schritte machen, also einen Einkaufszettel schreiben, wenn man zum Einkaufen geht, vielleicht nicht hungrig einkaufen gehen. Beim Einkaufen vielleicht auch mal darauf achten, dass man nicht nur die Produkte mit dem längsten Mindesthaltbarkeitsdatum nimmt, sondern eben auch, wenn man weiß, ich esse den Joghurt jetzt bald, dann kann man auch das nehmen mit dem kurzen Haltbarkeitsdatum. Also zum einen ist es als Lebensmitteleinzelhändler immer so, dass man Lebensmittelabfälle hat. Das kann man nicht ganz vermeiden. Wir versuchen das natürlich durch unseren Einkauf, durch unsere Planung, wie viel wir vorher bestellen an Lebensmitteln, wie viel wir im Laden haben. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel jetzt kurz vor Ladenschluss an der Bäckertheke relativ wenig Brote. Das heißt, wir versuchen nicht die ganze Zeit das ganze Programm zu haben, sondern so zu planen, dass wir möglichst wenig am Ende des Tages oder am Ende der Haltbarkeit wegschmeißen müssen. Ja, was kann man noch machen? Also ich finde eigentlich, das Wichtigste ist, dass wir irgendwie oder generell die Verbraucher wieder einen näheren Zugang zu Lebensmitteln bekommen. Und dazu gehört sicherlich, also solche Projekte wie Urban Gardening, oder in das Kindergarten, einen eigenen Garten irgendwo betreuen haben und sehen, wie Lebensmittel wachsen, wie lange es dauert zum Beispiel, bis die Tomatenpflanze aufwächst und rot wird.
Wie lecker sie dann auch schmeckt, wenn man gesehen hat, wie eben Arbeit, wie viel Arbeit auch da drin ist. Man muss es ständig gießen, die braucht vielleicht Dünger. Oder man sollte vielleicht auch, jeder sollte mal wieder ein Brot backen, um das wertschätzen zu lernen, was es bedeutet, eben auch Lebensmittel herzustellen dann. Ein verantwortungsvoller Händler sollte sich Gedanken darüber machen, was mit seinen Lebensmitteln passiert. Und im Optimalfall passiert es so. Und natürlich hat auch der Kunde die Macht, bei seinem Händler mal nachzufragen, was machst du denn eigentlich mit den Lebensmitteln?